dann können wir auch schon loslegen mit dem ersten Webinar. Wie gesagt, alles live. Es geht hier um die Neuerung im Red Studio 10.4. Mein Name ist Matthias Eisinger. Ich bin sogenannter Senior Sales Consultant von Embarcadero. Schon relativ lange dabei. Kontaktdaten sieht man hier an der Stelle auch. Und dann sieht man auch mal ein Bild aus vergangenen Zeiten. Nee, ganz so alt ist das Bild noch nicht. Wir von Embarcadero haben natürlich einen Fokus im Bereich der Entwicklungsumgebung. Das heißt, unter den Fittichen von IDERA sind wir relativ breit aufgestellt. Wir haben also Experten, wir haben die Kompetenz, wir haben das Wissen und auch einen leistungsfähigen Finanzinvestor im Hintergrund, der uns erlaubt, in diesen verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Synergieeffekten zu arbeiten. Embarcadero kümmert sich natürlich damit um die ja 4 oder 5 verschiedenen Hauptprodukte, die Entwicklungsumgebung, Red Studio, C++ Builder Delphi, die hauseigene Datenbank Interbase und natürlich auch den integrierten Red Server, den man mit Delphi, C++ Builder und auch Red Studio unter den Fittichen hat. Aber auf der anderen Seite Technologien wie Whole Tomato, die man vielleicht aus dem Visual Studio erkennt, Censure als XJS, JavaScript Client Framework für die Webentwicklung, Froala, Fusion Chart, Lancer, also bis hin zur Low-Code oder No-Code-Entwicklung. Gut, aber heute soll es um das Red Studio gehen, Neuigkeiten in 10.4 Sydney. Da sind wir natürlich klassisch und das sehe ich auch wirklich mittlerweile als einen Vorteil. Viele unserer Kunden sehen das auch als Vorteil, als Entwicklungsumgebung, die nicht jedem anderen neuen Hype hinterherrennt. Es gibt durchaus Kunden, die sagen an der Stelle, ja, wir lieben C++ Builder, ja, wir lieben Delphi, weil wir unsere alten Projekte aus, ja, ich sag mal, den 2000er Jahren oder vielleicht noch länger zurücklegend hier an der Stelle tatsächlich immer noch übersetzen können. Und deswegen mögen sie an der Stelle die Entwicklungsumgebung. Das haben wir ausgebaut Richtung Cross-Plattform-Entwicklung. Wir sind nichtsdestotrotz natürlich an der Stelle modern. Das heißt, wir haben nicht nur Windows, Windows und Windows, sondern wir haben auch mobile Entwicklung. Es gibt sogar Spieleentwickler, die nutzen Delphi, um an der Stelle über Stream ihre Anwendungen zu geben, aber auch klassische Desktop-Client-Server-Anwendungen, mehrschichtige Anwendungen. Im Bereich von iOS und Android, ja, da sind wir mittlerweile sehr gut aufgestellt. Ups, da wollte ich gar nicht hin. Red Studio ist damit natürlich eine sehr schnelle, produktive Entwicklungsumgebung. Visuelle Entwicklung, leistungsfähige Komponentenbibliothek, die mir das Leben ermöglicht und einfach macht. Das heißt, von der schnellen Gestaltung über Oberflächen bis hin zu einer sehr umfangreicheren, im Hintergrund laufenden Library, der RTL oder aber auch der VCL, wenn es um Komponentenorientierung geht, bis hin natürlich auch zum FireMonkey, die mir sehr viel ermöglicht, vereinfacht und auch Produktivität hier zur Verfügung stellen kann. Je nach Edition haben wir das natürlich auch für Android, für iOS, bis hin sogar zu Linux ab der Enterprise-Edition, bis hin sogar zur Desktop-Linux-Entwicklung, die wir mittlerweile auch mit standardmäßig dabei haben. Ich sollte nicht nach rechts wischen. Plattform-Support haben wir natürlich mit dem Red Studio 10.4 Sydney auf den aktuellen Stand gebracht. Wir unterstützen macOS Catalina 64-Bit, 32-Bit ist mittlerweile sogar rausgeflogen, Linux 64-Bit, Android 32-64-Bit, 64-Bit nur für Delphi und iOS für C++ Builder und Delphi auch in der 64-Bit Support, den wir hier mit drin haben. C++ Builder, 64-Bit und Android, momentan in der Schwebe. Aber ich erwarte in den nächsten Tagen auch vom Product Marketing Team, von Marco Sarina und David auch ein Update der Roadmap, wo wir das nochmal reflektieren müssen. Ja, Google Play Store hatte 64-Bit-Anforderungen. Dessen sind wir uns bewusst. Nichtsdestotrotz ist Windows-Desktop-Entwicklung immer noch das Thema Nummer 1 unserer Kunden. Ich sage mal so frei, 60-70% unserer Kunden machen primär Windows-Desktop-Entwicklung. Sei das jetzt irgendwie ein Warenwirtschaftssystem, ja, da gibt es kleine, da gibt es große, die in Delphi und C++ Builder entwickelt worden sind. Da gibt es Zugangskontrollsysteme, Zeiterfassungssysteme. Da gibt es an der Stelle auch Produktionssteuerung, Produktionsplanung, die sehr viel mit C++ Builder und Delphi gemacht werden. Aber es gibt natürlich auch mobile Anwendungen, die mit Delphi C++ Builder gemacht werden. Wenn man sich das jetzt so im zeitlichen Verlauf ansieht, ja,
Windows Desktop ist weiterhin die wichtigste Plattform. Schaut man sich die Verteilung der Windows-Betriebssysteme an, sieht man mittlerweile ja, Windows 7 ist auf dem absteigenden Ast, Windows 10 ist auf dem steigenden Ast. Kann man abends bei mir drüber diskutieren. Windows 8 ist nie so erfolgreich gewesen. Und Windows XP, ja, gibt's immer noch welche. In dem Zusammenhang vielleicht eine wichtige Erwähnung. Red Studio und damit auch Delphi C++ Builder 10.4 Sydney setzen als Entwicklungsumgebung Windows 10 voraus. Zielplattform kann auch Windows 7, Windows 8, Windows 10 sein. Aber die Entwicklungsumgebung ist getestet auf Windows 10. Warum kein Windows 7 mehr? Windows 7 ist doch offiziell aus dem Support ausgelaufen. Das heißt, wir unterstützen, wir zielen natürlich auch auf unterstützte Entwicklungsumgebung, Betriebssysteme ab und haben das an der Stelle dementsprechend hier auch umgesetzt. Multi-Device ist allerdings auch eine Zukunft. Wir haben auch schöne Success-Stories von einem medizinischen Kunden von uns, der an der Stelle nicht nur Windows-Desktop-Entwicklung macht, sondern im medizinischen Umfeld, hier geht es um Laborberichte, BFS-Software, wie sie an der Stelle heißen, die auch viel mit Arztpraxen arbeiten. Und ich kenne Gott sei Dank nicht so viele Ärzte, aber die Ärzte, die ich kenne, die haben auch relativ häufig einen Mac-Rechner da rumstehen, haben an der Stelle deswegen auch das Ganze mit Delphi, mit Cross-Compile-Funktionalität von FireMonkey gemacht, weil sie halt eben ihre Software auch für macOS anbieten wollen. Oder aber auch mobile Entwicklung. BFS-Software hat an der Stelle auch im Zuge der Covid-19-Geschichte, ich sag's mal so rum, ohne es weiter zu benennen oder zu auszuklabüsern, auch eine entsprechende Covid-19-Patienten-App rausgebracht, auch in Delphi programmiert. Findet man sehr, sehr häufig, dass man hier halt eben auch Cross-Plattform-Anwendung braucht oder haben möchte. Und das machen mittlerweile auch viele unserer Kunden. Android, iOS oder auch Windows Desktop aus einem gemeinsamen Quelltext. Und das ist auch häufig das Vorgehen, dass sie an der Stelle von der Windows Desktop-Anwendung eine spezialisierte App für das mobile Betriebssystem aufbauen, Anwendungsarchitekturen auf Basis von Datasnap und oder Red Server aufbauen, um diese mobilen Clients zu bedienen, um diese mit Daten zu füttern, um ihre Strukturen auch auf eine moderne Infrastruktur umzustellen. Das ist mit dem Red Studio, das ist mit dem C++ Builder sehr gut möglich. Was ist jetzt neu im Red Studio 10.4? Wir haben uns fokussiert auf drei wichtige Bereiche. Das eine ist natürlich auch hier Windows 10 VCL Desktop-Entwicklung. Das ist das, was unsere Kunden brauchen. Das ist das, was unsere Kunden haben wollen. Da kann man unter der Haube viel schrauben. Da haben wir unter der Haube sehr viel in der RTL gemacht. JSON-Verarbeitung, String-Verarbeitung, Listen-Verarbeitung. Das alles unter der Haube mit einer Vielzahl von Bugfixes, Beschleunigungen, Verbesserungen sieht man aber kaum. Was man allerdings in der Oberfläche sieht, sind einige VCL-Komponenten, die es mir ermöglichen, jetzt zum Beispiel den Chromium-Browser oder den Chromium-Edge-Browser in Delphi-Anwendungen zu benutzen. Dazu werde ich gleich noch was erzählen. Das ist von Microsoft mittlerweile vorgestellt. Ist noch alles eine Technologiestudie. Microsoft auch, sagt auch ganz klar, nutzt das bitte nicht im Produktivumfeld, also noch nicht. Aber es ist die Ablösung des Internet Explorers T-Web Browsers. Und das haben wir relativ schön gemacht und ist auch sehr gut. Wir haben beim C++ Compiler und Debugger für Windows 10 was gearbeitet. LLDB als Debugger für Windows 64 für den C++ Builder Entwickler, was auch eine sehr wichtige Anwendung ist. Delphi Multi-Device Entwicklung, ja, die schreiten wir voran, da sind wir auch immer aktuell, da machen wir Android 64, da machen wir iOS 64. Das ist bei C++ Builder etwas ins Hintertreffen geraten. Wie gesagt, wir arbeiten dran. Und da sind wir auf jeden Fall wirklich an vorderster Front mit der Delphi-Produktlinie und können hier also auch voller Stolz behaupten, da haben wir wirklich viel gemacht. Sei es jetzt AV Foundations, wenn ich einen Multiplayer benutze unter macOS, sei es jetzt an der Stelle den API-Level für Android, dazu nachher noch ein bisschen mehr. Dark Mode, Hell Mode auf iOS. Sehen wir auch gleich. Aber auch für den Entwickler, für die Produktivität, für die Arbeitserleichterung des Entwicklers haben wir einiges getan. Wir haben das Code Inside auf Basis des Language Server Protokolls aufgebaut. Das werden wir gleich sehen. Da sind schöne neue Sachen drin.
die einem auch wirklich nutzen und werde ich gleich live zeigen. Wir haben die Installationsroutine ausgebaut, im positiven Sinne. Wir hatten ja klassischerweise zu den 10er Releases Berlin, Tokio, Rio hatten wir immer einen Get-It-Installer und einen ISO-Installer. Wir haben weiterhin einen ISO-Installer, der es mir erlaubt, das Ganze offline zu installieren. Wir haben relativ viele Kunden, die hinter einer relativ restriktiven Firewall sitzen. Die brauchen einen großen Klumpatsch, um das ganze Produkt zu installieren, am besten auch noch offline zu aktivieren. Habe ich ja auch schon mal mehrfach drüber gebloggt. Das geht also auch. Oder mit dem Lizenzserver, dann ist es noch einfacher. Es ist beides mal die gleiche Installationsroutine, beides mal das gleiche Executable. Nur bei der neuen Installationsroutine liegt noch eine riesige 5, 6 Gigabyte große Datei daneben. Eine GOF-Datei, Get It Offline File. Dafür steht das ganze GOF. Und er kann jetzt an der Stelle das einfach hier mit übernehmen, braucht das nicht aus dem Internet runterzuladen. Und wir haben die sogenannten Custom Managed Records für Delphi. Records waren ja schon im Prinzip immer gemanagt. Man kann sie jetzt allerdings auch selber managen. Wenn es um die Initialisierung oder um das entsprechende Freisetzen von Records geht, dass man darauf Einfluss gewinnen kann, werde ich auch gleich so das ein oder andere Beispiel dazu zeigen. Gut, bei den Delphi-Funktionen hatte ich ja schon erwähnt, Code Inside basierend auf dem Language Server Protokoll. Man kann auch immer noch die klassische Code-Vervollständigung nehmen. LSP ist generell ein Standard bzw. eine Definition, die Microsoft gesetzt hat. Dabei geht es um die Kommunikation zwischen IDE und einem Sprachserver. Der Sprachserver ist ein externer Prozess, der genau weiß, wie eine Sprache aufgebaut ist und passende Vorschläge für eine Codevervollständigung liefern kann. Hat zwei Vorteile. A, ist es asynchron. Das heißt, ich habe einen Prozess der IDE, also BDS.exe, läuft ganz normal. Und ich habe ein oder mehrere Prozesse im Hintergrund, die laufen in ihrem eigenen Speicherbereich und die laufen asynchron. Das heißt, die IDE wird nicht mehr geblockt, wenn ich jetzt auch in umfangreicheren Projekten mit dem Language Server Protokoll arbeite und der Codevervollständigung. Das läuft im Hintergrund asynchron ab. Und der Speicher der IDE wird nicht mehr so belastet oder andersrum, die IDE hat mehr Speicher für andere Zwecke. Das ist sehr gut. Gebe ich ganz offen zu oder geben wir ganz offen zu, läuft noch nicht so ganz perfekt. Wir arbeiten dran. Wir haben also auch in den letzten Wochen viel Rückmeldung dazu erhalten. Da gibt es immer Probleme, wenn ich irgendwo einen Space habe, das verzögert sich um zwei, drei Zeichen. Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche wird es einen weiteren Patch geben, der auch diese Problematik adressiert. Also von daher etwas Geduld, wir arbeiten dran. Alles gut. Hier sieht man auch nochmal, das Ganze ist ein zusätzlicher Prozess, der im Hintergrund läuft. Auch das Arrow Inside basiert auf dem LSP oder dem neuen Sprachserver, der im Hintergrund läuft. Ich bekomme also auch tatsächlich die Fehlermeldung in der Strukturansicht, die der Compiler am Ende auch rausspucken würde. Das Ganze ist eine offene Architektur über die Open Tools API und der LSP ist nur eine Implementierung dieser asynchronen API. Also ich kann da auch selber was bauen, wenn man denn was dazu haben möchte. Custom Managed Records, neue Funktionen innerhalb von Delphi, die es mir ermöglicht, an der Stelle also auch ein Record aufzubauen. Hier sieht man das. Es ist halt eben irgendwie Private Public, ein paar Felder definiert. Aber es gibt drei Schlüsselbegriffe: Initialize, Finalize, Assign. Als Class Operator, die es mir ermöglichen, auf diese Initialisierung, die Finalisierung und den Zuweisungsoperator, Doppelpunkt gleich, Einfluss zu gewinnen. Das sieht man hier jetzt an der Stelle auch noch nicht so ganz Besonderes. Wir haben auch die entsprechende Methodensignatur RefSourceTeam by Record. Auch beim FreeNIL haben wir das am Rande erwähnt, auch hier geändert, damit man auch wirklich nur passende Objekte übergeben kann. Gibt mir den Vorteil, ich habe Strukturen, Records, die ich beeinflussen kann, die allerdings dann nicht auf dem Heap laufen, sondern auf dem Stack und damit im Allgemeinen deutlich schneller sind als Objekte. Objekte brauchen natürlich
minimalst mehr Speicher. Sie laufen allerdings nicht auf dem Sack, sondern auf dem Heap, müssen geladen, entladen werden, ist Speicheroperation, hat man viele Objekte, dauert das einfach naturgemäß zeitlich etwas länger. Und mit Records habe ich ein schnelles, kleines Handwerkszeug. Wenn ich also keine umfangreichen Methoden innerhalb dieser Records anwenden will oder selbstgeschriebene Methoden, kann ich einfach auch auf Objekte verzichten und Records benutzen als Datenstrukturen ohne Methoden und habe dadurch unter Umständen einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil. Gut, Custom Managed Records, Class Operator, Initialize, Finalize, Assign, habe ich schon soweit gemacht. Assign ist halt eben nur der Platzhalter für den Zuweisungsoperator, Doppelpunkt gleich, das ist jetzt hier kein verkrüppelter Smiley, das steht hier an der Stelle einfach so. Wir haben auch das Memory Management Modell für Delphi und C++ Bilder geändert. Huh? Keine Panik. Für die mobilen Plattformen. Das heißt, wir haben jetzt überall das gleiche Memory Management Modell. Klassischerweise Desktop, da war es jetzt an der Stelle. Jedes Create braucht sein Free. Aber auf den mobilen Plattformen hatten wir das Automatic Reference Counting. Automatic Reference Counting bedeutet jetzt an der Stelle, ja, gibt es keine Referenz mehr auf ein Objekt, wird es an dieser Stelle automatisch freigegeben. Hat alles Vor- und Nachteile. Nachteile von Automatic Reference Counting sind, es ist ein bisschen langsamer. Ich habe natürlich irgendwo dezidiert, im Gegensatz zu einem Garbage Collector, dezidiert weiß ich, wann im Prinzip Objekte freigesetzt werden. Aber es ist alles ein bisschen träger. Man sieht durchaus bei relativ starker Objektinstanzierung und Freisetzung einen Vorteil von ca. 10-15%. Die man durch den Verzicht auf das Automatic Reference Counting hat. Es gab also auch durchaus Kunden, die haben gesagt, hey, das hat unsere Anwendung zum Fliegen gebracht. Gut, haben wir jetzt für Delphi und C++ auf den mobilen Plattformen das klassische Memory Management Modell. Das heißt, jedes Create braucht sein Free und bringt mir an der Stelle durchaus einigen Speichervorteil, respektive Zeitvorteil. Das heißt also, alle erstellten Objekte müssen auch wirklich selber freigegeben werden. Das ist jetzt auf allen Plattformen wichtig, dass man das an der Stelle am besten in einem Try Finally Block und so weiter und so fort mit hineinbringt. Wir liefern mittlerweile, respektive werden das noch ausbauen, ein Leak Checking Utility, das Delphi Leak Check mit, für Desktop als auch mobile Umgebung, dass man also auch solche Dinge überprüfen kann. Ja, das müssen wir noch ausbauen, das müssen wir noch dokumentieren, ist aber grundsätzlich schon mal in 10.4 mit dabei. Alle anderen Next-Gen-Funktionen sind offiziell damit entfernt. Standardeinstellung Zero Byte Strings ist off. Und das bringt natürlich auch ANSI-Char, ANSI-String und so weiter auch auf den mobilen Plattformen. Kids don't do this at home. Also jetzt mit ANSI-String irgendwie auf iOS und oder Android anzufangen, nein, das sollte man nicht. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Es gibt auch so ein paar kleine Verbesserungen innerhalb von der IDE und da wollen wir einfach mal reingehen. Gut, ich baue mal irgendwie was schnell was zusammen, nichts Großartiges, Besonderes. Für alle, die es noch nicht wissen oder nicht wissen wollen, ich bin immer noch großer Katzenfan. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo eine Katzentabelle habe. Ja, in der Tat habe ich eine. Ziehe die einfach mal per, ups, hallo. Er wollte sie noch öffnen. Gut. Tabelle, da mal rüber. Das ist eine ganz normale SQLite-Datenbank, ist jetzt nichts Großartiges, Besonderes. Und eine entsprechende Tabelle. Innerhalb dieser Tabelle finden sich natürlich dann auch einige Felder, die ich mal mit hineinbringen kann. Zieh die einfach mal per Drag and Drop rein. Warum nutze ich das? Um A, mal ein bisschen was zu haben hier innerhalb meiner Anwendung und um B, natürlich auch Katzen zu zeigen. Ich ziehe mal hier das Bild hier kurz mit rein. Ist nicht schön, aber selten. Ist jetzt ein bisschen groß hier, dieser. Da kommt der noch wieder dagegen. Ja, kann das Ganze hier auch nochmal stretchen. Wo haben wir das denn jetzt? Image Stretch. Machen wir das mal hier. Proportional, damit das halt eben auch halbwegs in Ordnung bleibt. Gut. Warum nutze ich das? Nämlich, wenn ich diese Anwendung kompiliere, bekomme ich nämlich nachher eine kleine oder hässliche Fehlermeldung.
Warum bekomme ich da eine Fehlermeldung? Die Daten hier, insbesondere die Grafik, werden als JPEG gespeichert. Ich kann das einfach mal durchkompilieren lassen. Kompilieren, linken fertig, okay. Läuft soweit, scheinbar, starte das aber dann bekomme ich ein ungültiges Stream-Format, nicht unterstütztes Stream-Format. Ich weiß, die sind als JPEG hier in der SQLite-Datenbank gespeichert, also muss ich noch irgendwo eine Unit mit einbinden und ja, was ist das? VCL Graphics oder VCL Imaging? Irgendwas mit JPEG. Das Schöne ist jetzt, mit der neuen Code-Vervollständigung auf Basis des Language-Server-Protokolls kann ich jetzt irgendwo suchen. Ich muss jetzt nicht irgendwo anfangen mit VCL, nicht VLC, VCL, Punkt, irgendwas. Nein, da macht er auch weiter. War es jetzt Graphics? Nein, war es Imaging? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, es war irgendwas mit JPEG. Ah, dann kann ich nämlich auch irgendwo in der Code-Vervollständigung nach Begrifflichkeiten suchen, nicht nur in der Users Clause, die irgendwo am Anfang stehen, sprich VCL.imaging.jpeg, sondern er sucht auch irgendwo drin. Also ich muss dieses JPEG hinzufügen. Ah, das ist eine schöne Sache. Gut, Anwendung läuft, ohne jetzt auf die Katzenjetzt im Einzelnen einzugehen. Was haben wir hier sonst noch oberflächlich? Ja, hier gibt es so ein kleines schönes Ding. Damit kann ich die Schriftartgröße relativ gut verarbeiten. Gerade auf Notebooks, wo ich das sonst mit Steuerung plus auf der 10er-Tastatur machen könnte. Da habe ich jetzt an der Stelle das natürlich hier direkt irgendwo mit dabei. Wo haben wir das sonst noch hier? Position, Fehlersuche einblenden, ausblenden, Refactoring suchen. Sonst war das doch irgendwo auch immer dabei. Spätestens in den Eigenschaften komme ich da jetzt auch dabei, um die Schriftartgröße ein bisschen einzupassen. Aber jetzt haben wir hier das mit dabei. Das Encoding kann man jetzt hier auch sehen und auch einstellen, wenn man das haben will. Auch entsprechende Möglichkeiten hier das Syntax-Highlighting einzustellen. Geändert, ja, hat sich geändert, sieht man hier oben auch an diesem Punkt in diesem Tab, der sich dann auch in das X umwandelt. Ist manchmal ein bisschen knapp, da kann man auch drüber streiten. Gerade wenn ich die irgendwie verschieben will oder verschieben muss und verschieben kann, mag der schon mal ein bisschen anders sein. Aber, und da wollte ich einfach mal drauf hinaus, ich nehme mal irgendeine Ereignisbehandlungsroutine und sage jetzt einfach mal Hallo Welt, dann ist das jetzt natürlich ein Fehler und der spuckt dann hier in der Strukturansicht dann auch tatsächlich das aus, was der Compiler mir geben würde. Ein E2003 und deklarierter Bezeichner. Ah, das ist also wirklich sehr schön. Das heißt, auch wenn ich irgendwo was Message haben möchte, Message Dialog, aber auch hier das Show Message werde ich hier dann auch früher oder später finden, weil er hier auch tatsächlich sucht, wo immer das jetzt auch sein mag. Das heißt, egal in welchem Kontext, wo jetzt hier an der Stelle das erscheinen könnte, das nimmt er jetzt mir hier an der Stelle auch ab. Das ist eine sehr praktische Sache mit dem Language Server Protokoll. Das sieht man hier und da möchte ich mal kurz in den Task Manager reingehen. Sehe ich natürlich ein paar viele Prozesse, die hier laufen. Ich habe meine BDS.exe, ja, die braucht ein bisschen Speicher, aber ich habe hier auch meinen Delphi LSP-Prozess, der an der Stelle wirklich den Speicherbedarf der IDE etwas nach unten setzt. Custom Managed Records, Reinach-Schumann-Pütz habe ich das hier schon mal vorbereitet. Managed Records, da steckt jetzt nicht allzu viel dahinter. Das heißt, ich habe hier ein Record definiert. Wo haben wir ihn da? T-My-Record, Record mit einem Private Field, Number vom Typ Integer, Class Operator, Initialize, Finalize, Assign, wo ich denn darauf zugreifen kann. Ja, was kann ich im Initialisierungsteil alles machen? Hier kann ich ja zum Beispiel irgendwo auch meine Record Number inkrementieren, dass ich weiß, wie viele davon erstellt worden sind oder an welcher Position ich momentan befinde, kann ich natürlich auch initialisieren, kann ich loggen beim Assign, dass hier durchaus was zugewiesen wird. Semantisch sollte man hier natürlich die Record Number nicht drüber mit kopieren und beim Finalize einfach ein Log. Also Custom Managed Records beim Initialize, Finalize und beim Assign Operator kann ich damit dann arbeiten. Die Anwendung macht jetzt nicht besonders viel. Das heißt, ich kann mal die Tests durchführen. Das heißt, Local Variablen Test
muss man jetzt natürlich auch einfach mal reingehen, in was wird hier durchgeführt. Das heißt, hier wird ein Local VAR Test durchgeführt. Local VAR Test wird hier created, value 10 destroyed. Inline VAR Test created 2, das heißt die fortlaufende Nummer, value 10 destroyed. Aber auch der Speicher wird mir hier mit angegeben, respektive dem, was hier an der Stelle auch beim Zuweisungsoperator dann auch hier mit durchgeführt wird. Und man hat hier wirklich ein neues Record, um es kurz zu erwähnen. Gut, IDE, LSP, Custom Managed Records haben wir soweit durch an der Stelle. Neue VCL-Funktionen, High-DPI-Stile. Klar kennen wir an der Stelle die Problematik. Hat man einen hochauflösenden Monitor oder ganz allgemein einen Monitor, der mit mehr als 125% läuft, sieht die IDE bescheiden aus. Wir empfehlen deswegen auch ganz, ganz dringend die IDE selber, RedStudio, C++ Builder, Delphi, immer mit 100 oder maximal 125% zu fahren. Selbst erstellte Anwendungen sind mittlerweile komplett fähig, auch auf hochauflösenden Monitoren zu laufen. Muss man ein paar Anpassungen machen. Dazu haben wir Komponenten, dazu haben wir einige Anpassungsmöglichkeiten. Haben wir wieder ausgebaut, haben jetzt an der Stelle auch die entsprechenden VCL-Stile im Editor auch mit 1, 1.5 und 2.0 Grafiken bedacht. Das heißt, man kann auch hier diese hochauflösenden Grafiken mit hineinbringen. Wir nutzen an der Stelle auch die Per-Monitor V2-Implementation von Microsoft, um das passenderweise umzusetzen. Die VCL-Stile, wie gesagt, die haben den Style, Style 15 und Style 20, also für 150 und 200%, die auch im Bitmap-Stil-Designer dann als Images separat erscheinen. Hier hat man dann auch die entsprechenden 200% Auflösung, um diese Grafiken dann rauszupicken. Mittlerweile auch möglich, natürlich auch das Stielen von VCL-Komponenten auf einem Formular mit unterschiedlichen Stilen. Also man kann jetzt seine lila-gelb gepunkteten Buttons machen, neben seinen blau-schwarz-grün gestreiften Buttons. Das kann man natürlich x-beliebig ad absurdum führen, dessen sind wir uns bewusst. Es ist ein Mittel, was wir ihnen in die Hand geben, aber es gibt durchaus mal sinnvolle Einsatzzwecke. Ich stelle mir gerade eine Anwendung vor, wo ich eine Benutzeransicht habe und eine Administrationsansicht oder ein Administrationsmodul, dass ich das anders einfärbe, vielleicht in aggressiveren Farben, um den Benutzer oder den Administrator daran zu erinnern, hier machst du jetzt wirklich grundlegende Einstellungen in der Anwendung. Und das kann man jetzt einfach innerhalb von VCL-Anwendungen mit einem Stil belegen. Finden sich ganz, ganz tolle Sachen dafür, wie man so etwas durchsetzen kann. T-Control hat einen passenden Style-Name dafür und eine Anwendung kann auch mehrere Stile pro Anwendung haben oder auch mehrere Stile pro Formular. Jedes T-Control hat einen entsprechenden Stilnamen, den ich hier übergeben kann. Neu und wirklich schön ist die neue T-Edge-Browser-Komponente. T-Edge-Browser-Komponente ist das Inkludieren eines Controls, was Microsoft mit dem Edge-Browser, der auf Chromium basiert, zur Verfügung stellen wird. Das heißt, momentan gibt es natürlich den Edge-Browser. Es gibt den Edge auf Chromium-Basis. Das ist die neue Implementierung, die von Microsoft in den nächsten Wochen oder aktuell auch schon für Windows 10-Benutzer zur Verfügung gestellt wird. Chromium-Basis. Aber es gibt noch ein sogenanntes Canary-Release von diesem Edge-Browser, was moderne oder neue Funktionalitäten mit beinhaltet. Und dieses Canary-Release, das hat auch den Edge-WebView inkludiert. Man muss sich das vorstellen wie das klassische ActiveX-Objekt für den Internet Explorer, was ich über den T-Web-Browser in meiner Anwendung embedden kann. Und das basiert auf dem WebView, einer zusätzlichen DLL, die ich mit ausliefern muss. Aber der Rest kommt von Microsoft. In Zukunft. Stand hier und heute mit dem normalen Edge. Chromium geht das nicht. Nur mit dem Edge Chromium Canary Release. Da ist auch diese WebView-Komponente mit drin. Zusätzlich brauche ich die WebView 2 DLL, die ich mit ausliefern muss. Das heißt, meine Anwendung, sagen wir jetzt einfach mal 2 Megabyte, diese kleine DLL liefere ich aus, 800 Kilobyte,
Der Rest ist im Betriebssystem mit inkludiert. Natürlich gibt es auch das entsprechende Chromium Add-on oder die Chromium-Komponente für Delphi, aber da bin ich immer darauf angewiesen, dass ich hier etliche zig Megabytes mit ausliefern muss. Im Notfall das Ganze auch hier wiederum patchen muss. Wir haben einfach den Weg gewählt, den Microsoft vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, es ist noch gar nicht so lange her, auf der Bild vorgestellt hat, auf der Bild-Konferenz, dass es in Zukunft wieder eine Komponente für einen einbettbaren Webbrowser innerhalb des Windows-Betriebssystems geben wird. Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres müsste man Microsoft fragen. Wir haben das jetzt hier schon mit eingebaut. Ist sehr praktisch. Was wir auch neu drin haben, ist das ganze Titlebar-Geraffel. Entschuldigung, in 10.3 Rio hatten wir eine eigene, selbst gepaintete Titlebar mit drin. Die hat geflackert und so weiter und so fort. Wir haben mittlerweile die Standard-Titlebar von Windows mit implementiert. Auch wenn das hier rechts oben ein bisschen komisch aussieht, das ist eine Standard-Windows-Titlebar, die wir auch als Properties in jedem Formular vorzeigen, implementieren, aber auf der anderen Seite natürlich auch hier wiederum als Komponente mit mehreren Möglichkeiten, dass man auch eigene VCL-Komponenten dann wieder in die Titlebar hier mit hineinbringen kann. Auch eine Virtual Image Komponente haben wir mit drin. Virtual Image Komponente bedeutet an der Stelle nicht nur eine Virtual Image List, die auf Basis einer Image Collection sich immer die passende Auflösung, die passende Skalierung für unterschiedliche DPI-Auflösungen meines Monitors sieht, sondern auch eine Virtual Image Komponente, die das gleiche für Images tut. Verbesserung bei der Image Collection, ha, sie ist jetzt übersetzt auf Deutsch, und noch einige Sachen mehr. Wir haben auch einen Scaled Graphics Drawer. Gucken, ob ich ihn gleich noch zeigen werde. Zeit rennt ja doch ein bisschen weg. Ist ja gut für die Skalierung von Bildern. Mittelmäßig beeindruckend, wie ich finde. Und natürlich auch für den Media Player, Navigator, Skalierung, die Grafiken, alles, was dazu gehört, haben wir in 10.4 angepasst. Genau, Demo, Stile, Skalierung, Titlebar, Edge Browser. Ich fange mal an mit dem Edge Browser. Schließe das hier mal an der Stelle alles. Ich habe hier den Edge installiert. Microsoft Edge, das ist der klassische Edge, der mit Windows 10 ausgeliefert wird. Der hat mit dem Chromium nichts zu tun. Den habe ich hier noch nicht aktualisiert. Ich habe aber auch den Microsoft Edge Chromium basierenden Canary Release installiert. Das ist hier dieses kleine Icon, steht auch immer Can drauf, hat nichts mit Metallbüchse zu tun. Ich gehe auch mal kurz hier in die Hilfeeinstellungen, Info zu Microsoft Edge. Da sehe ich dann auch, wir sind momentan bei Version 85. Okay, das ist also der Edge auf Chromium basiert im Canary Release. Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug erwähnt. Ich mache eine VCL-Anwendung. Das Ganze gibt es, das Geraffel gibt es natürlich nur für Windows, Windows oder Windows. Hat nichts mit FireMonkey zu tun. Da haben wir eine neue Komponente, den sogenannten T-Edge-Browser. Ich kann das einfach mal hier in ein Formular platzieren und sage jetzt einfach mal, ja, was machen wir jetzt mal? Starten. Gut. Was jetzt im Idealfall passieren sollte, ist schon mal eine weiße Oberfläche mit einem Kontextmenü. Und schon an diesem Kontextmenü erkennt man, das ist nicht mehr der Internet Explorer, das ist wirklich der Edge Chromium-basierte Browser, den ich natürlich auch relativ schnell umbauen kann. Ja, ich kann an der Stelle auch lokale HTML-Dateien und so weiter und so fort hier mit inkludieren. Ich sag jetzt mal, da machen wir einen Text rein. HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash, www.mbarcadero.com. Und dann machen wir jetzt hier noch irgendwo schnell einen Button rein. Single Button App, nichts Großartiges. Nein, das ist auch nicht mein Anspruch. Und sage jetzt einfach, der Edge Browser, da haben wir ihn, der soll eine Methode haben namens Navigate. Wohin soll er navigieren? Zum Text meines Editierfeldes. Alles soweit prima. Kann das Ganze einfach mal starten. Gut, sagen wir auf der Anwendung. Und wenn die Internetgötter mir wohlgesonnen sind, dann sollte hier gleich auch was erscheinen. Ist gut, alles prima. Embarcadero Chat ist online. Das heißt, meine Kollegen arbeiten hier und die könnte ich jetzt an der Stelle ärgern. Webinar. Gucken, ob da jemand drauf reagiert.
Kommt wahrscheinlich gleich. Irgendwie Dylan, Tim oder wer auch immer. Hat soweit funktioniert, aber wie gesagt, ich brauche hier den Canary Release, den kann ich mir von Microsoft runterladen, aus GetIt, nicht? Brauche ich den GetIt Package Manager. Da muss ich eine Komponente installieren, den WebView, beziehungsweise den WebView 2, EdgeView 2 SDK in der Version 09488 Minimum. Das ist im Prinzip einfach nur eine Sammlung von zwei DLLs, die im Redist-Verzeichnis von Embarcadero Red Studio abgelegt werden. Das heißt, wenn ich mal hier in das Redist-Verzeichnis reingehe, habe ich hier unter Win32 einen WebView 2 Loader und unter Win64 auch einen WebView 2 Loader. Die muss ich meiner Anwendung mitgeben. Wie gesagt, die sind nur ein paar hundert Kilobyte groß, 300, 400 Kilobyte. Ich habe sie einfach in System 32 oder SysWoW-Verzeichnis rüber kopiert. Dann ist sie in jeder Anwendung drin. Aber mehr muss ich meiner Anwendung praktisch nicht mitgeben. Wir haben das sogar ein bisschen weiter umgesetzt. Das heißt, neben dem eigentlichen neben der normalen Edge-Browser-Komponente, T-Web-Browser, kann ich hier auch noch mit reinsetzen. Der sieht jetzt aus wie ein T-Web-Browser. Und da sage ich jetzt an der Stelle auch nochmal nicht Edge-Browser, sondern Web-Browser 1. Da oben haben wir ihn. Da kann ich jetzt natürlich auch noch Navigate sagen. Ich bin ein tippfauler Mensch und sage einfach Steuerung C, Steuerung V. Semikolon kann ich mir sparen. Mach's aber trotzdem gerne hin. Und klick jetzt einfach mal den Browser-Vergleich von Edge und dem Internet Explorer. Und da sehen wir auch schon wieder die klassischen Probleme. Das heißt, JavaScript, paar Fehler. Ich könnte jetzt hier auch noch vorher, und das sollte ich jetzt an der Stelle auch gemacht haben, den Webbrowser 1 gesagt haben, er soll Silent of True sein, damit er das Ganze hier nicht so hässlich reinmacht. Hier ist all green, hier sieht man eigentlich schon, ja, das sieht alles ein bisschen anders aus. Nicht schön, aber selten. Was ich nämlich damit zeigen will, ist, oder warum benutze ich immer noch den alten Webbrowser hier? Ich kann nämlich hier mittlerweile auch einstellen, welche Engine er haben soll. Select Engine ist eine neue Property im T-Web-Browser. EA Only. Edge if available, Edge only. Das heißt, ich kann im Prinzip relativ schnell hier umstellen, falls denn das Passende da ist, dass er das dann auch hier umklamüsern sollte. Drücke ich hier nochmal den Button. Edge ist hier an der Stelle available. Das heißt, ich sehe hier erstmal die gleiche Webseite. Prima. Gut, ein bisschen Skalierung hatten wir ja auch noch. Neue Anwendung, da nehme ich jetzt mal an der Stelle eine entsprechende Image Collection. Image Collection ist eine Sammlung von Bildern. Sage jetzt einfach mal hinzufügen. Haben Sie es vielleicht gesehen? Das ist mittlerweile in Deutsch. Von Shell Icon Care habe ich diese Bilder. Genau, das muss ich an der Stelle auch sagen. Das sind ein paar Katzen, die sind hier relativ hochauflösend mit 128x128 Pixeln. Kann jetzt hier natürlich meine Toolbar darum herum bauen. Toolbar, wo ich entsprechende Schaltflächen mit drin habe und das Ganze auch skalieren lassen. Dann sagen wir jetzt hier, ich brauche eine Virtual Image List. Virtual Image List, die sich hier 16x16 Pixel große Bilder aus einer Image Collection holt und das Ganze automatisch machen soll. Das heißt, ich habe jetzt hier auch schon 15 Images drin, die sich jetzt hier in der Auflösung 16x16 und eventuell höher für höhere Auflösung hier automatisch rausgezogen hat. Das heißt, der skaliert von meiner relativ großen Image Collection in die Virtual Image List mit hinein. Ich kann also meine Images hier rüberschieben. Wo haben wir meine Images? Und das Ganze ist neu mit drin. Neu ist auch das sogenannte Virtual Image. Was ich jetzt hier natürlich auch aus meiner Image Collection hier rausholen kann und dann den Image Index bestimme. Ja, was wollen wir jetzt hier? Sich eine putzende Katze hier mal rein. Und das Ganze wird hier dann auch im Notfall größer. Wie skalieren wir das? Das skaliere ich jetzt mal über eine Simulation. Das heißt, hier mache ich einfach ein Scale by 2,1, also ein Skalierungsfaktor von 2,1. Okay, das hat dann auch die Codevervollständigung geschluckt. Und das Ganze wird dann hochskaliert. Relativ sauber. Also es ist jetzt hier nicht 100% sauber, aber dafür gaben die
Bilder auch nicht so viel her, aber hier oben in der Toolbar ist alles immer noch sauber. Wenn man es denn wirklich noch sauberer haben möchte, gibt es hier auch noch einen skalierenden Grafikdrawer, den wir auch zur Verfügung gestellt haben. Das ist jetzt hier ein normales Image. Das ist jetzt hier an dieser Stelle gestretched. Normalerweise ist diese Grafik so klitzeklein. Und man sieht auch, wenn er sich hier vergrößert, dann wird er schon ziemlich pixelig. Ich lasse das mal ganz bewusst in dieser Größe. Und hier sieht man nochmal pixelig, non. Und dann auch hier beim Skalieren der Grafik die Möglichkeit, den TWC Scaled Graphics Drawer zu benutzen oder den Direct 2D Scaled Graphics Drawer. Der ist halt eben im Vergleich zu Non wirklich schon beeindruckend. Also auch da wirklich ein paar schöne Sachen, die wir mit dabei haben. Stile, ja, Skalierung, Titlebar und so weiter. Das wird knapp mit der Zeit. FireMonkey, auf jeden Fall noch ein paar Dinge dazu erwähnt. Für iOS und macOS haben wir jetzt die Unterstützung für Metal. Metal 2 ist mittlerweile von Apple gefordert, hat einige deutliche Vorteile. Es gibt Kunden, die sagen, hey, hurray, die Anwendung wird richtig schnell. Das für macOS, iOS-Anwendung, iOS natürlich Delphi und C++ Bilder, macOS 64-Bit, momentan nur von Delphi. Hier haben wir natürlich auch den T-Web-Browser angepasst, WebView API von iOS implementiert, auch die Audio-Video-Foundations unter macOS dementsprechend angepasst. Auch hier die Umsetzung der Storyboard-Unterstützung für iOS haben wir mit umgesetzt. Das wird für den Startbildschirm verwendet. Das heißt, da ist ein echtes Storyboard drin. Das fordert mittlerweile Apple. Die stellen ja auch regelmäßig die neuen Spielregeln auf. Ich brauche mal wieder ein neues Xcode. Ich brauche mal hier wieder was, da wieder was, hier wieder was. Auch der Grund, warum ich hier auf das schöne Catalina gewechselt habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Da kann man abends beim Bier stundenlang drüber diskutieren. Für Android ganz wichtig, wir sind weg vom Oracle JDK, Java Development Kit. Oracle verlangt ja mittlerweile für aktuellere JDKs Geld. Gerade im kommerziellen Umfeld für viele Kunden ein absolutes No-Go. Wir sind auf das Open JDK gekommen. Das Open JDK hat allerdings jetzt hier als Moving Target nicht unbedingt so besonders langen Support. Deswegen gibt es das Adopt Open JDK, was mittlerweile das Standard JDK innerhalb von Red Studio 10.4 ist. Und alle so, hey, wir haben hier Unterstützung für Android 29. Das ist auch mittlerweile eine Anforderung, die kommen wird im August bis November 2020. Da sind wir also diesmal deutlich vorweg. Und wir haben auch Verbesserungen beim Application Bundle AAB für Android-Deployment 32-64-Bit. Kann man abends beim 73. Bier drüber streiten, warum Android unbedingt auch 64-Bit haben muss. Okay, haben wir mit drin, alles soweit prima. Für FireMonkey Linux ist es mittlerweile eine Standardplattform. Ich kann auch innerhalb meiner aktiven Zielplattform Linux sagen, ja, füge hier neue Komponenten hinzu, ich muss nicht mal auf Windows wechseln. Wir haben Verbesserungen für den Microsoft Store im AppX-Paket mit hineingebracht und auch Verbesserungen im Bereich von IME, das heißt Input Method Editor für FireMonkey in der MIME-Unterstützung, hatte ich auch schon mal ein paar Webinare drüber gemacht. Oder Zero Waste Junction. ZWJ, wofür steht das noch? Zero Waste oder Zero Width Junction. Wenn Emoticons zusammengeführt werden, Mann, Frau, Kind, Kind, also Mädchen, Junge, ergibt Familie, werden zusammengeführt zu einem Icon. Das ist hier tatsächlich, das sind hier vier Emoticons. Sind hier auch vier Emoticons, allerdings zusammengefügt, je nach Plattform wird das automatisch gemacht. Da kann ich zum Beispiel einen Ninja und eine Katze unter Windows zusammensetzen und dann habe ich eine Ninja-Katze. Lustiges Beispiel, das will ich kurz zeigen. Nicht nur, weil es eine Katze ist. Hier hat man das, ich sage jetzt einfach mal Steuerung A, ich sage mal, kein Zeilenumbruch, sondern die Schriftart möchte ich mal etwas größer machen, damit Sie auch was sehen. Okay, das ist eine Katze im Notepad als Icon und das ist ein Ninja, also ohne Gesicht, sage ich mal jetzt an der Stelle. Microsoft hat das implementiert. Wenn ich jetzt hier einmal Backspace drücke, habe ich eine Ninja-Katze.
alle so, hey, das hier oben drüber, das sind auch wirklich vier verschiedene Icons. Ich kann also mit dem Cursor hier wirklich durchgehen und dann auch separat hier irgendwo die Leute voneinander trennen. Es ist nicht ein Icon, das haben wir jetzt auch die Unterstützung in Memos und sowas alles mit dabei. Kleinigkeiten seien an der Stelle mal erwähnt. Gut, schauen wir uns einfach mal auch mal ein paar Dinge an. Ich habe ja noch eine Minute Zeit. Sorry. Was ich auf jeden Fall zeigen will, ist meine Metal Cat. Dazu brauche ich hier einfach mal einen PA-Server. Ich mache das jetzt an der Stelle nur mal auf macOS. Auf iOS kann ich das natürlich auch zeigen. Das alte möchte ich mal nicht speichern. Man kann nämlich einfach Metal zentral an einer Stelle angeben. Global Use Metal auf True ist eine globale Variable, die ich zum Beispiel in dem Initialization-Teil meiner Unit definieren kann oder aber auch, wenn ich dann haben möchte, das im gesamten Quelltext irgendwo hier mit einfügen, das heißt in der Application selber. Das Ganze kann ich jetzt natürlich kompilieren für sehr unterschiedliche Plattformen, sagen wir jetzt einfach mal Windows 32-Bit. Was macht prinzipiell diese Anwendung? Die macht nicht besonders viel, die dreht eine Katze. Je nachdem, wie schnell Ihre Internetverbindung ist, ist das jetzt so ruckelig oder total ruckelig, sieht man nicht so besonders schnell. Unter macOS starte ich das Ganze auch mal. Ich habe jetzt die Konfiguration mit dem PA-Server nicht ausgetestet, aber das sollte schon funktionieren. Gebt mir wenigstens mal die Möglichkeit, einen Schluck Kaffee zu nehmen. Das heißt, er sollte das schon irgendwie rüberbringen, signieren, damit es dann auch auf dem macOS-Rechner laufen kann. Und hier haben wir jetzt Metal gleich on. Das ruckelt jetzt wahrscheinlich tierisch bei Ihnen. Glauben Sie mal einfach, das läuft bei mir hier jetzt mit gut 70 Frames per Seconds. Da sieht man dann auch, ja, der Prozessor, der GPU hat jetzt ein bisschen was zu tun. Speicherauslastung ist schon ganz hoch, aber der läuft ja halt eben mit 70 Frames per Second. Je nachdem, welche Grafikkarte ich denn auch da drin habe, kann das ja auch wirklich mal richtig schnell oder deutlich langsamer gehen, schalte ich jetzt einfach mal Metal aus und lasse diese Anwendung hier nochmal laufen, respektive hier nochmal neu deployen. Dann sollte er das jetzt signieren und auch weitergeben. Metal is off an der Stelle. Aber was habe ich jetzt hier? 20, gut 20, vielleicht mal 25 Bilder weniger pro Sekunde. Wo ist es sinnvoll? Nicht damit Sie Katzen drehen lassen können, sondern bei der Zeichnung von Oberflächen. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz angedeutet, hier das entsprechende. Das entsprechende Streaming. Hier hatte ich mal die Bildschirmsynchronisation. Machen wir nochmal kurz. Ich habe ja noch eine halbe Minute Zeit. Metal Cat. Also auch auf iOS, wenn, kann ich natürlich auch meine Katze laufen lassen. Alles prima. Aber wenn ich viele Controls habe, wenn ich also wirklich was in der Oberfläche darstellen möchte und das an, auch an der Stelle mit Metal umsetze, dann wird das richtig schnell. Selbstverständlich funktioniert, und damit möchte ich auch schon mal fast abschließen, auch hier Bildschirm, wo haben wir es, Anzeige und Helligkeit, das entsprechende Dark Layout. Wenn ich jetzt auf die Mobile Controls gehe, dann sind die jetzt natürlich auch im Dark Layout, wer das haben will. Es gibt viele, auch kommerzielle Anbieter von Apps, die feiern sich dafür 3 Wochen lang ab, dass sie jetzt einen Dark Mode haben in ihrer Anwendung. Delphi stelle ich das einfach ein, beziehungsweise ich kann mich kaum dagegen wehren. Übernimmt er automatisch hier aus den Einstellungen. C++-Bilder, Debugger, ja, haben wir auch natürlich mit drin, basiert auf den LLDB, kann ich auch komplexere Typen mit darstellen und so weiter und so fort, haben auch neue Bibliotheken. Aber damit möchte ich auch schon fast abschließen, denn die Zeit rennt auch langsam weg. Und dann gucke ich jetzt an der Stelle einfach mal lieber in den verbleibenden 10 Minuten, was wir denn hier noch für Fragen haben. Da sind doch einige reingekommen. Jetzt hat mir gerade Frank Lauter geschrieben, dass der Ton weg war. Frage mal an einen oder anderen, wer auch Tonprobleme hatte. Der möge sich jetzt an der Stelle mal kurz melden. Ich will hoffen, Ton kommt soweit gut raus. Gut, Kaffee. Moin, Frank Lauter ist auch da. Das neue Code Inside ist extrem langsam und funktioniert teilweise überhaupt nicht.
Jein. A, die gute Nachricht ist, Sie können immer noch auf das Classic umschalten. B, die zweite gute Nachricht ist, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, ja, dafür werden wir bald ein Patch haben. Das Ganze wird jetzt auch an der Stelle umgesetzt werden. Update in Sicht, ja, auch von Gernot Becker ist eine Absicht in Sicht. Schon mal für später, kann man die inkrementelle Suche per Tastatur-Shortcut wechseln? Inkrementelle Suche wahrscheinlich für im Quelltext. Ja, da haben wir auch eine kleine Verbesserung. Wenn ich jetzt irgendwo mal im Quelltext suche, wir haben ja nicht nur das normale Suchen, sondern auch in Dateien suchen. Und hier sage ich einfach mal, ich suche nach dem Begriff Plattform. Dann zeigt er mir das hier auch mittlerweile an, wo es denn überall benutzt wird, wenn ich das dann haben will. Ich verstehe die Frage nicht, Jörg. Tut mir leid. Hier die Frage von Berdekli. Anderer Browser geplant, Firefox. Ja, gerne, wenn es denn eine Kapselung dieses Browsers geben würde. Firefox hat da nichts, können wir nichts machen. Wir könnten natürlich irgendwo Firefox den ganzen Quelltext mit ausliefern, aber Entschuldigung, nein, ist nicht unser Job. Das ist eine Microsoft-Technologie, der neue Chromium-basierte Edge-Browser, der dann auch das passende WebView mit dabei haben will. Das werden wir dann auch mit implementieren. Das werden wir an der Stelle auch umsetzen. Wenn ich jetzt hier einfach mal reingehe, warum haben wir den jetzt hier mittlerweile zweimal im Dings schließen? Wie auch immer. Ich wollte jetzt eigentlich mal die als Pfad kopieren. Da sieht man nämlich auch an der Stelle Dateipfad öffnen. Da wollte ich nämlich hingehen. Der wird hier nämlich momentan in ein ganz krudes Verzeichnis installiert. Hier die Version und was man dann auch damit hat, ist der MS Edge WebView 2.exe. Das ist eigentlich der Prozess, der dann auch gestartet wird. Gab heute wohl mal wieder ein Update. Nein, andere Browser gehen nicht, prinzipiell nicht, tut mir leid. Auf Surface mit 196 DPI ist die Titelliste nicht so gut. Kann sein. Hab kein Surface, hab keine 196 DPI. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ja, da gibt es noch Veränderungen. Ja, da müssen wir in den Versionen 10.4.2 auch die IDE dafür mal fertig machen. 10.4.1 wird ein Bugfix Release. Ich sage es mal relativ direkt. Da sind wir momentan auch dran arbeiten. Kann man damit STL-Dateien anschauen? Puh, jetzt müsste ich erstmal wissen, was STL für ein Dateiformat ist. Kann natürlich meinen Browser meiner Wahl hier mal öffnen und hier sagen STL File Format. Ich weiß nicht, STL-Schnittstelle, verwandte Dateiformate. Off Object File Format, PLY, Cherry Electric Firmware, CAD Software. Ah. Nee, da ging es wahrscheinlich darum, dass man hier irgendwo ein 3D-Modell hat. Dieses 3D-Modell, was ich hier habe, dieser Katze, das ist ja von FireMonkey 3D-Modell. Da gibt es eine Mesh Collection und in dieser Mesh Collection kann ich prinzipiell laden 3D-File-Formate wie ASE, DAE, OBJ-Dateien. Auch nicht jedes, auch nicht alle. Man kann aber mit dem 3D-Bilder von Microsoft hier relativ ganz gut zusammenarbeiten. Ton von Oleg, Rückmeldung, alles bestens, prima. Der XML-Kommentar, dreimal Slash, funktioniert nicht richtig. Kann man das einmal zeigen? Ja, vielleicht. Ich habe ja noch 6 Minuten Zeit. Wenn ich jetzt hier das Ganze mal abbreche, Katze auf Kopf, XML-Kommentare, sagen wir jetzt einfach mal hier, kann ich ja hier irgendwo zu meiner Procedure mal was machen. Ich mache das jetzt einfach mal mit, wie war denn das? Kann ich das nicht mit Vorlage, Vorlage, Vorlage? XML-Kommentar einfügen. Wie war denn das? Nicht nur einfach so, sondern war doch Steuerung J. Gut, muss ich jetzt einfach mal so hinnehmen. XML-Kommentare, dass das nicht richtig funktionieren sollte.
Fehlt mir jetzt leider Gottes auch ein bisschen der Kontext. Also das mag an meiner Dehydrierung aktuell auch liegen. Ich laber jetzt ja auch schon seit anderthalb Stunden fast. Hi, wie werdet ihr mit Apple ARM CPUs, macOS umgehen? Habt ihr da schon Pläne? Ja, die Pläne haben wir schon. Erstmal müssen wir darauf warten. DTK angefordert, ja, kommt jetzt auch an der Stelle. Die gute Nachricht ist, wir haben einen ARM-Compiler. Die gute Nachricht ist, wir haben einen ARM64-Compiler. Die gute Nachricht ist, wir kennen schon FireMonkey. Wie sagte Marco Cantu letztens in einem internen Meeting, ja, das ist ein Klacks für uns. Entschuldigung, das mag jetzt etwas spöttisch sein, aber da stehen wir rein technisch betrachtet sehr gut aufgestellt aus. Also von daher, soweit alles prima. Transition Phase, 2 Jahre, bis das alles kommt und so weiter und so fort. Mal gucken, wann Apple das mandatory macht, wann sie den alten x86, x64 Code deprecaten. Ich bin da auch noch sehr gespalten, was meine persönliche Meinung betrifft. Ich nutze privat auch einen Mac, da habe ich einen kleinen Mac Mini stehen. Ich nutze Virtualisierung bzw. einen Hypervisor, auch privat. Alles super, alles klasse. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann ist Apple bei mir raus. Das heißt, wenn ich irgendwo nicht ein Windows virtualisieren kann in irgendeiner Art und Weise und das auch noch halbwegs schnell läuft, nicht nur durch eine grottenlangsame Emulation, ist Apple bei mir raus. Aber da kann man abends beim Schnaps drüber gut diskutieren. Hier ein Kommentar. Ich bin gerade auf 10.3.3 umgestiegen. Ist der Umstieg auf 10.4 sinnvoll? Hängt davon ab, was Sie machen. Es gibt wirklich ein paar schicke Features in 10.4 und explizit möchte ich die neue Code-Vervollständigung dazu zählen. Explizit möchte ich auch die Unterstützung für hochauflösende Bildschirme dazu zählen. Effektiv möchte ich natürlich auch die Unterstützung für neuere Android-, iOS-Versionen dazu zählen. Ist das jetzt sinnvoll? Ich sag mal, wenn Sie nicht falsch verstehen, Ihre Plattensammlung mit einer DBase-Datei und der BDE verwalten wollen. Nein, ist es nicht sinnvoll. Wenn Sie die neuesten, schönsten, besten Features von iOS, Android, Windows-Entwicklung haben wollen und Sie brauchen sie, ja, dann ist es sinnvoll. Aber das sind sehr individuell verschiedene Ansätze, die Sie hier verfolgen können. Hier gibt es die Frage von Sebastian Ganze. Gibt es schon einen ungefähren Zeitrahmen, ab wann wir mit dem 10.4.1 Release rechnen können? Die kurze Antwort ist ja, die lange Antwort ist ja, aber ich darf ich nicht erzählen. Gut, Sie können jetzt versuchen, mehr aus mir rauszubekommen, aber nein. Hier ein Kommentar von Rolf Eschenbach bezüglich Icongröße. Der iOS App Store verlangt das. Gehen Sie dazu auf den Blog von Marco Cantu, blog.marcocantu. Der hat darüber gebloggt. Das ist momentan noch nicht implementiert. Das wollen wir nachlegen. Da hat Apple mal wieder die Spielregeln während des Spiels geändert. Und da gibt es ein Workaround dazu. Blog.marcocantu.com. Da möchte ich mal drauf verweisen. Hier die Ergänzung von Thomas Käswurm bezüglich XML-Kommentaren. Also das mit der Maus drüber fahren geht nicht immer. Ja, ich glaube, da klingelt irgendwas. Summary oder Param? Ja, Marion im Garten. Ja, danke, danke, danke. Para, ja, war in der Liste. Ja, ist ja okay. Ich habe zu wenig und zu kalten Kaffee gehabt, wenn ich mir jetzt meine Kaffeetasse anschaue. Dann haben wir das soweit auch durch. Gut, dann bin ich wenigstens mit der Menge, die ich mir vorgestellt habe. Ton war wohl für alle in Ordnung, hoffe ich. Soweit durch und auch soweit fertig. Ich muss jetzt hier noch so ein paar Dinge umstellen, damit hier auch das Richtige geladen wird, Moderator umstellen und so weiter und so fort. Bedanke mich erstmal soweit für das erste Webinar. Um 11 Uhr geht es weiter. Da haben wir ja noch alle Zeit der Welt. Ich weiß gar nicht, 10.59 Uhr. Also gleich geht es weiter. Ich muss mal eben kurz gucken, mit wem es weitergeht. Fragen sind nämlich soweit beantwortet. Wo haben wir denn das Fenster? Willkommen, die Agenda. Ach ja, Frank Lauter, Part 1, Threats and Cues. Geht es gleich im Anschluss daran weiter. Wir hoffen, dass das mit dem Ton auch soweit funktioniert, dass er richtig übertragen wird. Und dann verknüsel ich mich hier und sage an der Stelle auch schon mal soweit viel Spaß mit Frank.
Lauter. Um 11 Uhr geht's weiter. Also faktisch jetzt.